Hallo und willkommen zurück zu Of Blades and Tales. Und beim letzten Mal hatten wir hier die Umgebung von Levendel uns näher angesehen. Und wir haben unsere Maske geupgradet. Und das werden wir jetzt vielleicht auch nochmal mit dem Wespenstich machen. Wir haben noch diese Upgrade-Dinger. Wir werden da nochmal zurückreisen mit diesen Dingen, was wir jetzt hier aus dem Lager geholt haben. Und dann müssen wir sowieso da in der Nähe nochmal nach unten und dann weiter nach Osten erkunden. Wir werden dann hier das Gebiet noch uns anschauen, ob da was zu erkunden ist. Ansonsten werden wir hier runter, da wahrscheinlich hin. Und dann mal nach Osten laufen und uns das Gebiet hier ansehen. Mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Also, auf geht's. Reisen wir erstmal da nach Osten. Uns fehlt auch nicht mehr viel bis zum Stufenaufstieg. Oh, ich habe auch ganz vergessen. Na, ich hatte ganz vergessen. Ich glaube, ich hatte an der einen Zone noch einen Schatz. Den habe ich nicht ausgebuddelt, oder? Kann mich da nicht mehr so wirklich erinnern. Na, müssen wir einfach mal gucken. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch in der Zone war. Die Reichweite ist jetzt durch das verbesserte Ding massiv zurückgegangen. Da hatte ich jetzt auch noch nicht nachgehakt, ob das so gewollt ist. Das ist auf jeden Fall ein massiver Stärkeboost. Zumal wir halt alles kritten, was wir von außerhalb dieser Reichweite abfeuern. Also, wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, wenn die uns einmal gesehen haben, sollte das eigentlich egal sein oder keine Rolle mehr spielen. So, da funktioniert jetzt nicht. Und hier... Okay, das hatte ich beim letzten Mal dann vergessen. Ja, das ist immer noch außer Reichweite. Boom. Also da sind wir jetzt schon ziemlich so Rambo-mäßig unterwegs. Wenn wir erstmal, bevor ich es wieder vergesse, das Ding hier, den Schatz holen. So, und du auch weg. So. Oder zeigt das immer nur dahin? Ne, da ist der Schatz. Okay. Orb der Prächtigkeit. Orb der Bescheidenheit. Mhm. Armbrust der Ausdauer. Okay. Das Ding ist auch schon ordentlich gut. Okay. Gegenstand aufwerten. Aber der Wespenstich hatte diese erhöhte kritische Trefferchance gegen betäubtes Ziel um 100 für das Talent Fernwaffen. Plus 30% kritischer Schadensbonus. Das Problem ist halt, dass dieser, dass wir die manuellen Waffen quasi ja so zurechtbauen können, wie wir das für richtig halten. Also da sind jetzt 65% Crit drin und das werden wir mit dem Ding auf jeden Fall nicht schaffen. Daher kann es sein, dass das hier sogar besser ist. Da steht jetzt leider, doch, Stufe 18. Ich kann ja jetzt hier auch nicht speichern und laden. Wenn wir das einmal machen, können wir das nur noch über so einen anderen Orb wieder rückgängig machen. Und das ist natürlich dann auch, ja... Ich weiß nicht, ob man die kaufen kann, aber es wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall irgendwo begrenzt. Wespenstich plus 1. Und das Ding ist immer noch zu schlecht. Also plus 14, dann würde ich immer noch den hier verwenden. Also den müsste man nochmal upgraden. Und dann könnten wir den aktuell aber noch nicht mal benutzen. Weil wir zu niedrig sind. 23. Ja, also das mache ich mal nicht. Wir werden jetzt erstmal weiter erkunden. Und da müssen wir mal sehen. Da konnte man gar nicht weiter nach Osten. Da war, glaube ich, dann ein Berg. Ja, genau. So, hier in der Zone muss irgendwo
Muss irgendwo was sein. Ja. Hopp. Schauen wir uns mal um. Helm des Schutzes. So. Nehmen wir den. Und dann ist hinter mir der Typ aufgetaucht. Na, danke. Okay, machen wir das halt so. Schieben wir den auch nochmal da rein. So. Jetzt wird der durch diese Stacheln noch gekillt. Naja, okay. Wir sollten auf jeden Fall hier ein bisschen Mampf-Mampf machen. Da gibt's nichts. Oh, und der ist zum nächsten schon gelaufen. Überzeugende Faustwaffe. Naja, gut. Mhm. Ja. Okay. Der kann aber weitersehen. Hm. Vielleicht ist das wirklich durch die Stufenreduzierung. Also wenn die niedrigere Stufe sind und dann sowieso eine geringe Reichweite haben, wenn die dann den Abzug haben von den paar Feldern, dass das wirklich das auf nichts reduziert. Erholungskraut. Na gut. Oh, den habe ich irgendwie übersehen. Einmal den. Tadellos. So, hier muss das aber ja irgendwo sein. So groß ist die Zone nicht mehr. Mhm. Eins gesichtet. Quatsch. Gut. Und da unten haben wir wieder so ein Drohnen-Dingen. Die sind hier ja komplett aufgeschmissen. Gegen diese... Ah ja, da ist er wieder. Ja, das ist mit das Uninteressanteste. Erhöht halt die Hitpoints temporär. Naja. Okay. Wir haben aber auch einen Stufenaufstieg wieder bekommen. Und da machen wir Vitalität, weil es geht halt auch stark darum, dass wir überhaupt die... Oh, da habe ich gerade irgendwas angezogen versehentlich, glaube ich. Ja, das hatte ich ausgetauscht. Was war ich gerade dran? Jedenfalls müssen wir jetzt hier mal weiter nach Osten. Und dann werden wir die beiden Zonen dann noch erkunden. Da stehen zwei aufeinander. Naja, okay. So. Haben wir hier was Besonderes? Nö. Hier ging es aber jetzt auch darum, überhaupt zu sehen, ob da was in der Nähe noch ist. Und wir haben da... Da ist ja auch noch dieses andere Murzok. Da sollten wir hin, um mit den Schweinen zu reden. Wir könnten natürlich auch versuchen, da durchzukommen. Und ich habe auch nach wie vor keine Ahnung, was ich mit diesen anderen Schriftrollen anstellen kann. Ja, genau mit den Dingern. Ja, das ist natürlich nicht so optimal. Okay, passt. Also, wir müssen
da einfach nur nach Osten. Etwa. Dann machen wir die ja noch. Ein bisschen unter dem Weg. Mhm. Mhm. Naja, ich gehe einfach mal nach Osten. Oh. Blub. Ja. Aber gerade auch nicht so wirklich viel Schaden bekommen. Und da ist hier so ein blöder Geist. So, hier irgendwo unter der Straße. Genau, da ist es auch schon, das Lager. Mal gucken, ob hier Gegner sind. Bisher aber nicht. Da haben wir ein bisschen ja, verlassenes Lagerfeuer. Da ist nichts. Okay, meditieren und lernen. Und ich bin ja hier auf dieser Spur weitergegangen. Dann werden wir das weitermachen und ich werde... Ach, die Falle hatte ich schon ersetzt. Ja, man könnte Verschwinden ersetzen, wenn das sowieso gegen die Geister nichts bringt. Schnelle Reflexe könnten da schon helfen, zumal das auch die Runde nicht beendet. Ja, machen wir das mal so. Okay. Gut, damit hätten wir hier auf jeden Fall einen Reisepunkt. Dann ist das eigentlich aber jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um hier eben nicht weiterzugehen und stattdessen hier unten nochmal ranzukommen und das hier erstmal abzuschließen. Ich vermute mal, dass hier auch wieder so ein Durchgang-Dungeon sein wird. Das dann wahrscheinlich aber auch wieder zu schwer sein wird, aber... Mal wieder diese Teile eines alten Manuskripts. Ja. Vielleicht sollten wir auch den Mottenmann noch mal irgendwann besuchen. Er sieht uns nicht. Ja, das, der Level-Unterschied ist schon... Der macht dann schon wohl auch zu viel aus. Dun, dun. Ja, hier weiter nach Osten durch. Da ist noch was zum Ausbuddeln. Da. Dann machen wir das mal. Wohl, ein Schatz. Unsichtbarkeitstrank. Naja, okay. Aber die sind jetzt so niedrig, dass die auch gar keine Erfahrung bringen. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll, da die Gegner umzubringen. Okay. Das sind unsere Freunde, die getarnten Bäume wieder. Wir könnten mit sicherlich jetzt auch diese starken Gegner wegpusten. Ich meine, dafür, da bringt uns diese Unsichtbarkeit und die Sicht, der Sichtbereich eigentlich eher nichts. Weil die sowieso halt viel aushalten. Und das bringt ja nur was quasi beim ersten Angriff. Also ich meine, diese Gegner hier und hier. Aber die können wir auf jeden Fall in Zukunft noch mal angehen. In baldiger Zukunft. Aber erstmal gehen wir hier in die Ödnis. So. Da ist jedenfalls nichts. Hier sehen wir aber zumindest, dass da nebenan was ist. Das könnte aber schon unangenehm werden. Da ist nichts. Wir gehen mal in die Ecke und dann können wir direkt rüber. Moment, da ist mir mein Licht ausgegangen, aus welchem Grund auch immer. Kleinen Moment. Muss ich mich mehr bewegen? Ja, machen wir den halt kaputt.
Aber die bringen eben immer noch keine Erfahrung, wenn ich es richtig gesehen habe. Upp. 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 Matsche. Ja. Das bringt Erfahrung. Aber die Gegner nicht. Mhm. Okay. Klingt aber interessant vom Hintergrund. Oh. Ein gehörntes Ungetüm. Na, wenn das mal nicht drauf stürmt. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder etwas vorsichtiger sein. Aber in der Zone ist ja noch nichts. Da müssten wir eigentlich nur weglaufen. Wir können aber hier auch schon sehen, da ist auch noch was. Und da wird mit Sicherheit ein Durchgang sein. Also auch da, so wie das positioniert ist. Ach so, wir können mal gerade schauen. Hätten wir hier das hier? Nee. Und da sollen wir Mitte rechts hinlaufen. Ist auch ein anderer. Ein Brandkrabbler. Oh, cool. Upp. Ja, da greift ein Käfer an, das ist in Ordnung. Da ist so ein Drohnennest. Und da haben wir ein Lager. Verlassenes Lager. Heiltrank. Okay, das war jetzt dann doch fix gefunden. Dann gehen wir da mal rüber, aber... Na, wie gesagt, ich vermute, oder ich bin mir schon fast sicher, dass da so ein Übergang ist. Okay. Vorteile, letztes Aufbäumen. Erhöht deinen ausgeteilten Schaden um 50%, wenn dein Leben unter bla bla fällt. Blub, blub. Okay. Heilen. Und den. Das ist nix. Da war noch ein Sack. Den habe ich aber erst gesehen, als ich schon geklickt hatte. Okay. Weg. Na, nicht so brutal viel Schaden. Ich meine, die Gegner halten zwar mehr aus, aber bisher super gefährlich sind die auch nicht. Da unten ist das Ding. Das Feuer hat aber schon geschmerzt. Ja, genau, da ist eine Höhle. Eingang zur Ödlandpassage. Mal gucken, was wir hier für Gegner finden. Oh. Das ist immer so ein bisschen gemein.
Da will der Pilz nicht hin. Naja, gut. Oh, eine Wespe. Eine Riesenwespe. Mhm. Da ist die aber jetzt auch durch angelockt worden. Da sollten wir... Naja, da sollten wir auf jeden Fall weg. Ich glaube, die große Wespe läuft wieder zurück. Der Eingangspunkt da, der ist aber auch irgendwie nicht so besonders toll. Also wenn wir da einen anderen Zugang zu bekommen, wäre das schon vorzuziehen. Nicht super, aber läuft er wieder weg? Ja, anscheinend. Ja. Der nicht. Okay, der wird aber an sich jetzt auch erstmal nicht angelockt. Können wir noch von oben aus dran? Ach, shit, aber... Okay. Dann gehen wir hier auch erstmal weg. So. Da ist noch mehr Getier. So, noch einer. Naja, also es hält schon eine Menge aus, wenn man nicht kritisch trifft. Okay, das sieht aber gut aus. Hup. Mal einmal den. Okay. Da kommen wir aber, glaube ich, an diese Königin ran. Ach, wir können noch weiter. Okay, Moment. Dann. Naja, machen wir den erstmal platt. Halten schon ein bisschen was aus. Da ist sie. Naja, da haben wir auf jeden Fall jetzt eine Menge Fläche. Okay, dann schießen wir. Okay, dann mit dem. Wunderbar. Dann pushen wir den einmal weg. Dann... Damit. Mhm.
Jetzt würde der hinterherkommen. Laufen wir einmal. Ah, okay, da kommt jetzt Kleinvieh raus. Machen wir erstmal den. Eins, zwei. Mal laufen wir nochmal weiter weg. Feuer. Wunderbar. Ach, schnelle Reflex. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich wollte springen. Ja. Dann. Irgendwie. Ah ja. Mal gucken, ob der den jetzt auffällt. Nö. Aber ist natürlich trotzdem zusätzlicher. Ah, auf der Weite. Weiter. Dann ist der jetzt dran. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da können wir noch theoretisch ein Feld runterlaufen. Ja. Da kann ich den so jetzt nicht angreifen. Dann laufen wir einmal so. Und dann können wir hier einmal umsonst angreifen. Jawohl. Jetzt würde der aber rankommen. Das heißt, hier müssten wir einmal wegspringen. Den kann ich jetzt nicht treffen. Laufen wir halt nochmal. Jetzt schieß mal einmal normal. Der hat noch 9 Cooldown. Da muss ich den jetzt wegpushen. Dann können wir einmal mit höherer Crit-Chance und damit ist er auch platt. Und dann gucken wir mal, ob der auch wieder so einen Schatz für uns hat. Okay. Jawohl. Aber. Der hat aber anscheinend gar nichts für uns. Vielleicht hat der das Gelände hier bewacht. Der blockiert das jetzt. Okay, hingezogen und selbst zerspratzt. Das hier sieht aber jetzt ein bisschen anders aus. Riesenspinne 25. Schwert des Schutzes. Da haben wir jetzt eine Spinnenbrutmutter. Die hat auch einen Schatz. Okay. Na, die wird natürlich auch wieder so ein Kleinkram spawnen. Okay. Feuer. Dann. Feuer. Dann den. Damit gespawnt. Damit haben wir. Naja, uns auf jeden Fall erstmal den Weg blockiert. Feuer. Das macht aber keinen Schaden. Dann machen wir einmal. Ach, da müssen wir noch näher ran. Naja, nicht so optimal. Okay. Kriegen wir leider nicht zurück. Jetzt können wir uns zurückstoßen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Mal den. Immunität. Ja.
den... Der wird danach in der Runde angreifen können. Springen wir... Das geht nicht. Dann machen wir den, dann... Upp. Genau, jetzt können wir den aber... Den können wir sowieso nicht. Okay, dann laufen wir hier erstmal weg. 1, 2, 3. Mhm. Bloß wenn wir den jetzt einmal wegpushen. Okay, das ist aber gut. Bringen wir nochmal weg. Den können wir übernehmen. Mhm. Naja, können sich ruhig gegenseitig verprügeln. Machen wir hier einmal den Regen drauf. Den weg. Erledigt. Und da kriegen wir einen Bestienköder. Naja, gut, und Schrott. So. Das hier können wir auch mal hier benutzen. Da ist es, ist aber nichts. Na naja, gut, die können jetzt nichts. So, was haben wir hier denn für einen Schatz? Der Beschützer, ein legendärer Stab. Hm. Können wir zwar nicht gebrauchen, aber schön. So. Wobei, der hatte bestimmt auch noch irgendwas Besonderes. Kann ich auch noch mal gerade gucken. Wo ist er? Der Beschützer. Verursacht 75% physischen Schaden, 25% für Folgendes. Bringt das Ziel für 2 Runden aus dem Gleichgewicht, was dessen ausgeteilten Schaden reduziert. Mhm. Chance von 33% für Folgendes absorbiert Schaden bis zu 25% eines maximalen Lebens für 2 Runden. Okay, da muss man aber dann eben schon... Also es ist schon ordentlich, aber das ist auch wieder so ein... Oh. Das ist schon so ein bisschen gefährlich hier. Also dieser Begleiter, der ist schon auch eine ordentliche Hilfe. Auch wenn er zwischendurch im Weg steht. Und erstmal den. Dann den. Da kommt gerade nicht viel Schaden rüber, aber... So. Schaden. Da steht aber noch korrekt. Okay, also das hier ist auch wieder verbunden mit dem anderen. Ne, nicht unbedingt. Doch. Doch, da ist verbunden. Moment. Nochmal erstmal den. Dann den hinterher. Ihr seid doof. Okay. Also hier auf der rechten Seite ist dann nichts. Doch, da unten, da können wir noch lang. Aha. Da ist nichts mehr. Na,
Hier muss doch irgendwo, wenn das so ein Durchgang ist, muss da noch ein weiteres Level sein. Ein Ausgang. Gehen wir mal auf Seite. Daneben! Okay. Da warten wir erstmal. Cooldown. So, jetzt. Dann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das hier. Ach, da können wir. Doch, das könnten wir auch so machen. Dann machen wir den. Das hat den Kampf ja noch nicht getriggert. Und dann greifen wir an. Sehr schön. Dann machen wir den. Und den. Batsch. Das hat leider. Oh, da ist noch einer. Okay, das könnte dann schon unangenehm werden. Wir sollten uns aber wahrscheinlich auf einen konzentrieren. Ich vermute, dass der dagegen sogar immun ist. Okay, ich schieß mal weiter auf den. Wir haben da jetzt einen Helfer. Wir könnten natürlich auch den jetzt erstmal oder die sich gegenseitig bekämpfen lassen und uns auf den konzentrieren. Der wird jetzt zu uns. Ne, okay, der wird da runter. Das ist nicht so gut. Nehmen wir den. Der ist jetzt weggelaufen. Okay, aber da haben wir jetzt eine ganz gute Blockade. Gucken wir mal, dass wir jetzt möglichst viel Schaden auf den anrichten. Den können wir da gegen die Wand kicken, ja. Machen wir einmal den. Da steht jetzt das Vieh vor. Okay, dann greifen wir den an. Ist schon mal in Ordnung. Unser Freund ist geplatzt. Dann übernehmen wir jetzt den nächsten. Ich glaube, der stirbt aber trotzdem dadurch. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. Da können wir einmal mit dem. Dann machen wir mal das Ausweichen an. Und wir machen den an. Na, das war nicht so doll viel. Aber die machen insgesamt nicht so wahnsinnig viel Schaden. Also so wahnsinnig bedrohlich sind die damit nicht. So, kaputt. Dadurch, wenn wir hier und da mal treffen, macht das halt gut Schaden. Machen wir Ausweichen an. Ja, machen wir den. Butsch. Jawohl. Jetzt sollten wir aber auch dann da kein Risiko eingehen. So. Na, jetzt haben wir den dahinter. Okay. So, jetzt haben wir nur noch die Kleinen. Die tun aber nichts. Einmal wachsam Stiefel der Festung. Naja, da haben wir natürlich auch besondere Stiefel. Eigentlich brauchen wir
Da jetzt ziemlich nichts mehr. Ich meine, wir könnten unsere besonderen Stufe 24, aber nur 9 Schaden. Das ist ein bisschen albern. 65% kritischer Schadensbonus. Hm. Ja, aber wir müssten den Schaden erhöhen. Also, ohne Schaden bringt's halt nichts, ne? 9 Schaden ist ein bisschen dünn. Gucken wir mal. Hier noch ein Weg weiter ist. Naja, da geht's immer noch weiter. Das ist schon ordentlich groß. Da ist die Ecke irgendwer, oder? Da haben wir auf jeden Fall jetzt andere Bäume und Gedöns. Oh, sorry. Ja, da könnte dann ein Durchgang eventuell schon in der Nähe sein. Vielleicht haben wir auch erst 50% des Weges. Wir werden sehen. Da sind wir in Reichweite schon. Okay. Machen wir den mal dahin. Ja, mal Cooldowns. Na, wir könnten auch den. Ja, genau. Wunderbar. Noch einer. Ha, da sind wir natürlich ein bisschen sehr nah dran. Könnten auch nicht schießen. Dann machen wir mal hier schnelle Reflexe. Jawohl. Dann rumst der einmal gegen die Wand. Jetzt haben wir aber hier den, der natürlich auch unsere Schussbahn blockiert. In dem Fall jetzt nicht so optimal, aber dann warten wir jetzt erstmal ab, bis sich das ergeben hat. Ja, okay. Noch einer. Naja, gut, da müssen wir jetzt. Warten wir hier mal ab. Wir können den aktivieren. Ja, der muss ja auch wieder zu uns hoch. Oder der macht seinen genau AOE-Quatsch da. Können wir jetzt im Endeffekt auch nichts machen. Ich vermute, dass der. Ja. Da kommen wir natürlich zu nichts. Ja. Ich meine, der ist nicht gefährlich, aber wir sollten auf jeden Fall uns hier diesen Schaden davon nicht einfangen. Eck. Ha, aber da ist nichts. Vielleicht geht's hier unten runter. Da ist aber auf jeden Fall noch was. Ein Labyrinth. Oha. Mhm.
Na gut, da müssen wir jetzt einmal wechseln und uns dann darüber schwingen. Hup. Okay, und nochmal. Na. Naja gut, da können wir... Na doch. Ja, so hinschießen. Manchmal geht es. Da haben wir Flammentypi. Noch einer. Wieso läuft der weg? Geplatzt. Okay. Also es geht sowohl nach oben als auch hin. Ah, okay, da sehen wir schon. Da ist der Ausgang. Und damit haben wir es geschafft. Oh. Ein Schrottplatz. Ah. Ja, das ist dann die Überbleibsel der modernen Welt. Der Menschheit. Von Anno dazumal. Wo sind wir hier? Okay. Ja, besonderen Ort haben wir ja schon gefunden. Was? So. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Eventuell kriegen wir auch einfach Schaden durch irgendein Event. Das scheint mir zumindest so. Das steht aber nirgendwo. Heiltrank. Ja, also wir kriegen einfach so Schaden hier rein gedrückt. Okay, wir müssen aber wahrscheinlich von hier aus dann quick traveln. Also wir sind zumindest da im Ödland angekommen. Oder wie auch immer. Ach, da ist nur Fragezeichen. Okay, also das ist wahrscheinlich hier ein verpestetes Gebiet. Mhm. Interessant. Gut, aber wir müssen dann hier oben wohl durch. Also reisen wir dahin. Ja, und da kriegen wir wieder Schaden. Und dann müssen wir hier weiter erkunden. Und zu den Schweinen rüber. So wahnsinnig viel ist hier dann auch gar nicht mehr. Wir haben aber natürlich noch diese eine Höhle, wo auch noch ein Durchgang ist. Da müssen wir auch noch hin. Hier die. Dann ist da wahrscheinlich noch ein abgeschiedenes Tal. Ja, aber die Geister sind halt fies. Und wir haben natürlich auch noch diese Quest mit dem Brunnen. Da müssten wir auch noch mal rein. Ja. Wäre schon noch ganz schön, wenn wir noch eine Stufe machen würden. Das funktioniert hier nicht. Okay, da ist nichts, aber diagonal da drüber haben wir was. Irgendwas ist sich am Bekämpfen. Da oben. Ach, Geister. Okay. Ja, das können die mal machen.
Ich kümmere mich da jetzt nicht drum. Ach, Mist, das war das Falsche. So. Wieder das Falsche. Bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt abgehangen habe. Ich gehe einfach mal davon aus. Und dann laufen wir nach Norden, aber vorsichtig. Also jetzt sind wir natürlich da, aber... da rechts habe ich auch noch wen gesehen. Wir müssen sowieso diagonal rüber. Den können wir aber wegdrücken. Und theoretisch hätte ich den auch übernehmen können. So. Na, der muss natürlich mit... Ne, doch nicht. Der kommt nicht direkt angerannt. Aber hier war jetzt noch nichts. Drüber müsste... Ach, da ist auch noch was. Okay. Aber ich bin mir fast sicher, dass da ein Camp ist. Und wir sind jetzt hier an der Ecke. Also ich gehe jetzt erstmal dahin. So ein Drohnending. Hast du dich natürlich. Na, ist egal. So. Blüm. Wieder ein Geist. Die Geister sind echt nervig. Da haben wir... Ah, kein... Okay. Gronkh, der Händler. Okay, ob das eine Anspielung auf den Let's Player Gronkh ist. Aber der Let's Player wird mit KH geschrieben. Wildschweinhändler. Oh, ich bin doch nicht vom Glück verlassen. Ich hatte gehofft, dass ein mutiger Abenteurer hier entlang kommt und einem vom Pech verfolgten Händler wie mir helfen könnte. Es geht schließlich um mein Geschäftsbuch. Diese gehörnten Mistviecher haben es gestohlen. Bitte, kannst du es wieder beschaffen? Es muss sich in einem ihrer Brutgründe befinden, irgendwo in der näheren Umgebung. Dir sollte das keine allzu großen Mühen bereiten und ich habe gewiss eine nützliche Belohnung parat. In Ordnung, ich werde danach suchen. Wunderbar, ich werde in Murzok auf dich warten. Ich habe einen Stand oben bei der großen Arena auf. Gib auf dich Acht und bitte beeile dich. Okay, das gestohlene Geschäftsbuch. Okay, aber damit können wir hier also nicht rasten. Wir könnten jetzt weiter nach Murzok. Na gut, dann machen wir das. Das scheint jetzt hier auf der Straße noch recht friedlich zu sein. Bis auf diese Viecher da. Okay, aber da hauen wir jetzt einfach ab. So. Hüpp. Den müssen wir mal eben platt machen. So. Da kommen diese Drohnen raus. Da müssen wir auch rechtzeitig das Ding erledigen. Rechtzeitig. Wuff. Das Feuer hatte schon ordentlich Aua gemacht.
Die sind wahrscheinlich auch wieder gegen den Geist am Kämpfen, oder? Ja. Okay, wunderbar. Dann sammeln wir Stufe 25 und Achievement dafür bekommen. Oh, da haben wir den vor diesem Schuss gerettet. Naja, okay. Gut. Dann machen wir hier nochmal Vitalität. Gehen wir halt nicht dahin. Mhm. So, und jetzt noch nach oben. Und damit sind wir in Murzok angekommen. Murzok angekommen. Ich sollte mich auf die Suche nach dem Anführer der Wildschweine machen und ihn nach Hilfe auf meiner Reise zum großen Bau fragen. Jawohl, das machen wir dann aber wahrscheinlich beim nächsten Mal. Es sei denn, wir werden da jetzt direkt reingezogen. Oh. Naja, das sieht schon auch sehr nach den Barons und Crossroads aus World of Warcraft von den Orks. Okay, das sind auf jeden Fall der Kartograf. Ja, also die ganze Architektur und so. Schon sehr ähnlich. Kräuterkundlerin. Mit denen werden wir dann beim nächsten Mal reden. Wildschwein, der Schreiner. Wo haben wir denn hier? Da oben ist das. Und da ist auch ein Laden. Das ist aber ziemlich groß hier. Da haben wir noch. Da ist der Gronkh, der Händler. Okay. Ja, und wir sind nochmal gestiegen. Können hier athletisches Training. Da sind wir auch schon fast bei diesem trainierten Läufer. Okay. Und hatten wir. Ne, das hatte ich schon verteilt. Ach, und das ist dann die Maximalstufe, 25. Okay, also höher geht nicht. Dann sollten wir aber gucken, dass wir, also wir sehen ja unten, dass die Erfahrung auf maximal ist. Dann müssen wir auf jeden Fall irgendwas wegnehmen, damit wir dieses schnellere Laufen noch dazu bekommen. Entweder das hier. Das hier war eigentlich ganz gut. Das war eigentlich auch nicht schlecht. Ja, bin ich mir nicht so ganz sicher, was wir da entfernen sollten. Ich glaube, der Pfeilregen. Da gibt es aber Situationen, wo man den auch sehr gut brauchen kann. Aber ich glaube, der ist noch das, was am wenigsten bringt. Ja, muss ich mal gucken. Aber ich glaube, dann würde ich das hier, müssten wir bei so einem Verlernbaum hin, dann diese Fernwaffen, oder wird wahrscheinlich einfach alles verlernt. Dann müssten wir das hier verlernen, wieder nur auf das aufbauen. Und das hier würde ich dann mit diesem trainierten Läufer mitnehmen. Dann können wir uns deutlich freier bewegen. Und ja, das soll es aber für dieses Mal gewesen sein. Beim nächsten Mal gucken wir uns dieses, wow, dieses imposante Dorf hier an. Das ist ja doch recht viel, recht viele Leute zum Reden, wo wir schon dran vorbeigelatscht sind. Das dann immer montags, mittwochs und donnerstags. Also dann werden wir hier beim nächsten Mal ein bisschen weiter erkunden und mit den Leuten reden. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.